Hallo und herzlich willkommen in der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwälte hier in Göppingen. Heute möchte ich zu dem allgegenwärtigen Thema der Corona-Krise ein wenig näher drauf eingehen, denn das ist ja ein Thema, das betrifft sehr viele Bereiche und natürlich auch das Mietrecht ist davon betroffen. Viele Arbeitnehmer mussten sich aufgrund der Corona-Krise jetzt in Kurzarbeit begeben oder schlimmer noch, haben vielleicht ihre Arbeitsstelle ganz verloren. Damit fällt das monatliche Einkommen weg. Die Fixkosten hingegen, die bleiben bestehen, führt natürlich zu dem Dilemma, dass man diesen nicht mehr nachkommen kann oder zumindest nicht mehr in vollständiger Höhe. So auch im Mietrecht oder in diesem Bereich eben. Da hat man genau diese Problematik, die Miete ist monatlich zu zahlen und plötzlich kann man sie vielleicht nicht mehr in voller Höhe zahlen oder wie gesagt, vielleicht auch gar nicht mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, was macht man da? Die meisten von Ihnen wissen natürlich, wenn sich die Mietrückstände anhäufen, dann droht eine Kündigung des Mietverhältnisses und es wäre der Super-GAU. Vor allem, weil man da unverschuldet reinrutscht in so eine Lage und überhaupt nichts daran ändern kann. Genau aus diesem Grund, und weil es natürlich auch sehr viele Bürger und Bürgerinnen hier in Deutschland betrifft, wurden gewisse Vorschriften erlassen, um den Mieter genau vor solchen Kündigungen zu schützen. Ich lese die Vorschrift einfach mal vor. Die findet sich im Artikel 240 des EGBGB, das ist Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch, und dort im Paragraph 2. Da heißt es, der Vermieter kann ein Mietverhältnis über Grundstücke oder über Räume nicht allein aus dem Grund kündigen, dass der Mieter im Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht leistet. Und jetzt wichtig auch, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, auf den komme ich gleich auch noch zu sprechen. Es gibt auch noch weitere Absätze, zum einen, dass eben von dieser Vorschrift nicht zum Nachteil des Mieters abgewichen werden kann. Auch gilt diese Vorschrift für Pachtverhältnisse, auch sehr wichtig, und auch die Anwendung, also der zeitliche Anwendungsbereich dieser Vorschrift, der gilt nämlich nur bis zum 30. Juni 2022. Komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Sie sehen also, man hat einen gewissen Kündigungsschutz erhalten, zumindest was Kündigungen aufgrund von Mietrückständen betrifft. Wichtig hierbei ist eben, dass dieser Schutz natürlich nur greift, wenn diese Mietrückstände, die da entstanden sind, auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Wenn man jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen die Miete nicht oder nicht vollständig zahlt, greift dieser Kündigungsschutz natürlich nicht. Und die Tatsache, dass man die Miete nicht mehr zahlen konnte aufgrund der Corona-Krise, die muss gegenüber dem Vermieter glaubhaft gemacht werden. Was bedeutet es jetzt? Normalerweise muss man ja seine Ansprüche, die man geltend macht, oder seine Anwendung, muss man eben beweisen. Aber eine Glaubhaftmachung ist quasi ein weniger zum Vollbeweis. Da reicht einfach eine Art Wahrscheinlichkeitsfeststellung. Das heißt, wir haben auch nicht dieses strenge Beweisverfahren, sondern man kann alles heranziehen, was einem gerade so zur Seite steht. Seien es irgendwelche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber oder Lohnabrechnungen, aus denen sich eben auch das erniedrigte Gehalt ergibt, oder Zeugenerklärungen. Also da kann man alles heranziehen, was eben die Aussage stützt, dass man die Mietrückstände aufgrund dieser Corona-Krise nicht die Miete aufgrund dieser Corona-Krise nicht vollständig oder gar nicht zahlen konnte. Wichtig ist, dass diese Regelung nur bis zum 30. Juni 2022 gilt. Das heißt, bis zum 30. Juni 2022 müssen alle Mietrückstände beglichen sein. Wenn danach die Mietrückstände noch weiter bestehen, kann der Vermieter natürlich kündigen. Und auch sehr wichtig, ich hatte es vorher vorgelesen, dieser Zeitraum, der ist ja auch im Gesetz definiert. Also es gilt tatsächlich nur für Mieten,
im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30.06.2020. Sprich, Mietrückstände vom Januar, Februar, März oder Dezember 19, wie auch immer, sind davon nicht umfasst. Genauso wenig auch die Mietrückstände, die im Juli oder August oder September entstehen. Also für die besteht selbstverständlich kein Schutz. Wie geht man jetzt am besten vor, wenn man ja, so eine Kündigung bekommt aufgrund aufgelaufener Mietrückstände? Dann geht man am besten zu seinem Vermieter hin und sagt ihm: Lieber Vermieter, hör zu, so und so sieht es aus. Wir hatten Kurzarbeit aufgrund der Corona-Krise oder ich habe meinen Arbeitsplatz verloren aufgrund der Corona-Krise, wie auch immer. Man ja, belegt eben seine Aussage mit Hilfe von Zeugen oder wie gesagt Lohnabrechnungen und dann darf ihn ihr Vermieter nicht kündigen, beziehungsweise die Kündigung unwirksam. Wie gesagt, Achtung, die Regelung gilt, wie gesagt, nur bis zum 30. Juni 2022. Wenn danach die Mietrückstände, die in diesem Zeitraum, also von April bis Juni 20 aufgelaufen sind, nicht beglichen sind, lebt es sozusagen wieder auf. Dann kann der Vermieter natürlich wieder kündigen und man ist nicht mehr von diesem Schutz umfasst sozusagen. So viel vorab zu der Thematik Corona und Mietrecht. Vielleicht entsteht ein weiteres Video bei Bedarf, bei Fragen. Ansonsten, wie gesagt, Sie können sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Sie sehen ja unsere Kontaktdaten eingeblendet und dann helfen wir Ihnen sehr gern weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute.